Hallo zusammen, hier ist wieder Jörg von Hoche Sports. In meinem heutigen Videopodcast geht es um das Thema wattgesteuertes Radtraining. Ich wollte euch ein bisschen einführen in das Thema und die Vorteile mal klarstellen. Was bringt es eigentlich, wenn ich ein Wattmesser an meinem Fahrrad habe? Bisher hast du vielleicht nach Puls trainiert oder hast den Geschwindigkeitsschnitt gemessen und ja, das sind alles Indikatoren, die man bisher vielleicht für das Radtraining genutzt hat, aber die teilweise wenig Aussagekraft haben. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Welche Möglichkeiten zur Trainingssteuerung gibt es? Du kannst nach Gefühl trainieren, du kannst nach Zeit trainieren, du kannst nach Puls trainieren oder eben leistungsgesteuert. Ja, nehmen wir das erste, zeitgesteuertes Training. Das heißt, du fährst eine Strecke in einem beliebigen Schnitt. Sagen wir mal, du brauchst für 25 Kilometer eine Stunde, dann bist du in 25er Schnitt gefahren. Jetzt weißt du aber nicht, hast du Steigungen, hast du Abfahrten, hast du Gegenwind oder Rückenwind auf der Strecke und bist du das im Windschatten in einer Gruppe gefahren oder hast du die Leistung alleine erbracht? Hast du in Aero-Position oder aufrecht im Oberlenker gesessen? Das heißt, der Zeitschnitt, deine Geschwindigkeit, hat überhaupt keine Aussagekraft darüber, wie intensiv du deinen Körper belastet hast. Ähnlich ist es mit dem Puls. Der gibt dir zwar möglicherweise schon eine Auskunft darüber, ob es intensiv oder weniger intensiv ist, aber der Puls ist leider keine wirklich verlässliche Größe. Zum einen brauchst du erstmal eine Leistungsdiagnostik, einen medizinischen Test, um in deinen Körper reinzugucken, um überhaupt zu verstehen, was der Puls für dich und für deine Leistung aussagt. Und zum anderen unterliegt der Puls sehr vielen äußeren Faktoren, zum Beispiel Temperatur, es ist aber auch dein Hormonhaushalt, dein Fitnesszustand, Aufregung. Ja, das sind alles viele Faktoren, die einen Einfluss auf deinen Puls haben und den möglicherweise nach oben treiben oder eben reduzieren. Ja, im Falle eines Übertrainings oder wenn du einen Infekt hast, kann es auch sein, dass dein Puls gar nicht nach oben geht. Na, insofern ist es schwierig, sich am Puls zu orientieren. Aber nehmen wir mal an, du machst es jetzt, trainierst in einem bestimmten Trainingszone, sagen wir mal, mit einem Puls von 130 bis 140 und willst das auch im Wettkampf umsetzen. Und kennst du vielleicht auch, stehst am Start, guckst auf deinen Pulsmesser drauf, auf deine Uhr und denkst dir, wow, Puls von 180 und ich bin noch gar nicht losgefahren. Ja? Daran siehst du, dass zum Beispiel Stresshormone deinen Puls massiv nach oben treiben können und er gibt dir letztendlich aber nicht das Feedback, das du brauchst, um das Pacing im Wettkampf hinzubekommen. Anderes Beispiel. Du fährst mit deinem Fahrrad im Flachen, mit deinem Trainingspuls, den du dir vorgenommen hast, fährst in einen Anstieg rein und guckst nach einer halben Minute auf den Puls und denkst, ja, passt, ist alles im grünen Bereich. Ja, fühlt sich auch noch relativ gut an und eine Minute später denkst du, wow, die Oberschenkel platzen, guckst auf dein Pulsmesser und der klettert ordentlich. Ja, also der Puls hat einen bestimmten Nachlauf und reagiert zeitverzögert auf die tatsächliche Belastung. So, wenn das jetzt ein längerer Anstieg ist, reagierst du zu spät darauf, wenn du deine Trainingsziele oder deine Trainingsvorgaben einhalten willst. Ja, nehmen wir mal an, du willst jetzt kurze Intervalle fahren, ja, guckst dann nach 30 Sekunden drauf auf deine Pulsuhr und weißt noch gar nicht, ob du die richtige Trainingszone erreicht hast. Guckst dann in der Erholungsphase später nochmal drauf, dann klettert er möglicherweise noch, weil eben der Nachlauf so zeitverzögert ist. Anders ist es beim Training mit einem Wattmesser. Also das in der Kurbel, in der Narbe vom Hinterrad oder in der Pedale eingebaut, ermittelt ein Wattmesser die tatsächliche Leistung, die du erbringst mit deinem Fahrrad. Und daran kannst du dich orientieren und schauen, was bringe ich in diesem Augenblick. Also sekundengenau wird aufgezeichnet. Du kannst dir die Werte auf deinem Radcomputer anzeigen lassen und kannst relativ schnell darauf reagieren und dein Training so anpassen, dass du in deiner Trainingszone bleibst. Das ist also ein immenser Vorteil von Training mit dem Wattmesser. Ein weiterer Vorteil ist, dass du natürlich auch dein Pacing im Wettkampf danach besser ausrichten kannst, weil du dann genauso wie im Training eben genau siehst und sofort siehst, bist du in deiner Trainingszone, ja, bist du in dem Stoffwechselbereich, den du für den Wettkampf brauchst, oder verlässt du den, gehst du in den anaeroben Bereich, überpacest du quasi. Ja, also Trainingssteuerung ist besser mit dem Wattmesser, dein Pacing ist besser mit dem Wattmesser und ja, du hast natürlich auch andere Möglichkeiten, mit deinem Trainer zu kommunizieren. Das heißt, wenn du deine Werte aufzeichnest, kann der genau sehen, hast du dich an die Vorgaben gehalten und ist deine Entwicklung der Form im Laufe der Saison genauso, wie du dir das vorgenommen hast,
Oder wenn nicht, an welchen Stellschrauben muss man drehen? Woran hat es gelegen, dass das nicht aufgeht, was du dir vorgenommen hast? Ja, also du hast viele Möglichkeiten und deswegen würde ich dir empfehlen, kauf dir jetzt an Weihnachten, bietet sich's an, vielleicht ein Wattmesser statt neue Laufräder oder anderen Schnickschnack, den man erstmal vielleicht gar nicht fürs Training braucht, weil ich glaube, deine Formentwicklung ist viel zielgerichteter und besser und effizienter, wenn du eben leistungsgesteuert trainierst. Wir sehen uns auf Mallorca.